4 Stück. So, dann das da. Dann war das, was war das? Ein Safety? Safety Valve? Ah ja, mit 2 Levern noch. Baumaterial. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, 4 Lever brauchen wir dann insgesamt. Und die 2 Gorks oben drüber. Genau, so. Und das dann so. Genau, und dann brauchen wir dafür noch den Rest an... Wenn es denn dann endlich mal soweit ist. Ne, es ist nett, weil die Charcoal ausgegangen ist. Ich habe allerdings auch gerade Angst, dass das Zeug despawnt. No problems, machine is running. Allerdings jetzt auch gerade Angst, dass es Zeug despawnt. Aber es fehlt mir viel. 2 Bahnen haben wir es. Bleiben wir hier und hoffen das Beste. Weil sonst werden nämlich, keine Ahnung, 40 Iron futsch. Und es dauert, bis wir so viel wieder zusammen haben. Los, spiel Popcorn! Ja, ich spiel Popcorn! Gut, das war's. Gut, alles klar. Wunderbar. Wunderbar, so wollten wir das haben. Lifetime Upgrade, das packen wir wieder hier rein. So, und schmeißen hier gerade die restlichen drauf. Genau, perfekt. So, Pressure Chamber Interface, dann brauchen wir 4 Compressed Iron. Eigentlich könnten wir das ja auch so machen. 1, 2. So, das war so angeordnet, ne? Halt, stopp. No. Ei, Herrgott. So. Und wir haben unser Pressure Chamber Interface. Wuhu! Yay! Und bekommen dafür eine Reihe Rewards und einen Bag. Ein Block Redstone, 2 Blöcke Clay und ein Block Kohle. Naja, es geht. Alles Sachen, die man gebrauchen kann, die man nicht zwingend braucht, aber die man brauchen kann. So, und schmeißen wir hier einen rein, und zwar so. Und auf der anderen Seite einen rein. So wollte ich jetzt sicher. Nee. Na, machen wir es mal so. Dann müsste das passen. Genau, dann ist halt. Dann ist das nämlich. Hier kommt's raus. Und hier geht's rein. Gut, und hier vorne bauen wir unser Fenster hin. Zack.
Jawoll, und da können wir jetzt immer schön unsere Items reinschmeißen und wieder rausschmeißen und ach, geil. Freude, Freude. Ich frohlocke. Wir könnten uns natürlich auch eine Treppe nach unten machen und das Zeug einfach rausfallen lassen. Mit einem. Aber ich glaube, dafür brauchen wir erstmal einen Filter. Man muss erstmal einen Filter einstellen, was der überhaupt rausschmeißt. Upgrade Information. Problems? No problems. Interface Status und Filter. Item name begins with. Item name contains. Das stellen wir mal ein. Dann schmeißt er nämlich nicht immer sofort alles raus. So, und dann müssen wir halt immer hinten dran, aber das wird schon passen. Denke ich. Gut. Ach, wir haben sogar noch ein PDB drin. Okay, dann brauchen wir Transistor. Transistoren, so. Und zwar brauchen wir da Plastik aus Squid Plant Seeds. Squid Plant Seeds, die hatten wir auf jeden Fall. Dazu brauchen wir aber Wasser. Das hat nämlich Sollwasser. Gut, das schmeißen wir jetzt auch mal hier rein. Uns bleiben noch, ja, gut und gern 15 Minuten. Das sollte ausschauen. Nee, da wollte ich jetzt nicht dran. Gut, aber da wollten wir ja gar nicht weitermachen eigentlich. Wir wollten ja da weitermachen, oder? Oder? Nee. Was wollten wir jetzt mal weitermachen? Ach so, genau, den. Hehe, genau. Ach so, ah, nee, Quatsch, die müssen wir doch erstmal in Säure reinschmeißen. So. In Säure. Die müssen wir doch erstmal in Säure reinwerfen. Damit der. So, dann brauchen wir Transistor. Und Capacitator. Und Capacitator. Und zwar aus Lightning Plant Seeds. Ach, die werden aus Lightning Plant Seeds gemacht. Die werden aus Lightning Plant Seeds gemacht. Haben wir Lightning Plant Seeds? Nö, natürlich nicht. So. Lightning Plant Seeds aus Cyanide und Grass Seeds. Ja, das ist doch zum Wahnsinn geworden, ist das doch. Wir müssen unbedingt mal das Inventar ausräumen. Ich werde das dann mal offscreen alles ein bisschen sortieren hier, was ich hier gerade drin habe. Hoch und heilig versprochen diesmal. Aber jetzt geht's gerade mal darum, nur ein bisschen Platz zu haben. Ups, da rein. Die da. So. Und du da rein. 500, 600 MB passt. Müssen schon wieder was essen.
Und dazu nehmen wir einfach die drei Reissuppen, die wir noch im Inventar rumfliegen haben. Damit sind wir wieder voll. Perfekt. Dafür werde ich dann auch erstmal sorgen für ein bisschen Nahrung. Okay, ne. Das sind jetzt natürlich keine Grassamen mehr drinne. Gut. Also nicht gut, aber... Lassen wir erstmal wieder ein paar Blätter verschwinden und dafür neue Erde erscheinen. Ist. Nö. Aber ich würde auch fast sagen, dass ich euch damit sehr ungern folter. So, da haben wir ein bisschen Glas. Das können wir hier gleich ins Baumaterial reinschmeißen. Zier dein. Haben wir einen da. Und diese Lightning Plants, was brauchen die für ein Soil? The Grass of Hamland passt. Passt doch. Sand. Ne, den Sand, den schmeißen wir mal raus. Denn ich wollte ja auch noch eine... ein Ancient Spore haben. Oder wir wollten noch ein Ancient Spore haben, eher gesagt. So, es sind nochmal 12 Stück. Ich hoffe mal, dass das reicht. Und du nimmst gerade nochmal nur den First Slot. Und da ist noch nichts drin. Ah. Gib mir doch einen, bitte. Der hat gar nicht so viel zu packen, wie ich den hier reingebe. Gib ich nur den hier. So, der füllt sich fleißig auf. Der andere ist wahrscheinlich schon voll. Wir können ja spaßeshalber mal gucken. Ach nee, geht der... Ach. Nee, das war jetzt ein Denkfehler. Der kann ja überhaupt nicht voll sein. Und irgendwie habe ich trotzdem ein bisschen die Befürchtung, dass wir keinen Grassamen droppen werden. Und deswegen stelle ich halt nochmal etwas mehr Erde her. Kannst du echt mal eine Erdfarm aufbauen? Nur wegen diesen scheiß Grasfarm. Das ist ja nervig. Also hätten sie sich alternativ nochmal irgendwas einfallen lassen können, wo man nochmal an Grasfarm rankommt. Was ist jetzt schon wieder? Ach so, schon wieder Hunger. Nee, nicht schon wieder Hunger. Nicht schon wieder Hunger, schon wieder Durst. Eins, zwei, drei, zack, zack, tup, jo. Schon wieder Durst, haben wir vielleicht noch einen Apfel oder so? Nee, draußen hängen bestimmt noch welche rum. Dann pflücken wir uns nämlich einfach nochmal einen Apfel. Gibt ja auch noch ein bisschen was. Weil jetzt haben wir natürlich gerade keinen Hunger. Sache. Naja, egal. So. Und ja, ich weiß, ich renne ständig von oben nach unten und von hin nach her. Ging ja alles sehr viel einfacher. Ja, ja, ja. Ich weiß. Aber, Krasser.
Meiner. Unsere Lightning Plant Seed. Unsere. So, und jetzt her mit dem Scheiß. Ich würde sagen, verbraten wir gerade nochmal so ein Snack. Ich glaube, bei dem müssen wir wieder ein bisschen mehr aufpassen. Eben weil wegen Lightning und so, ne? Ihr seht schon, ich passe wirklich auf mit den Dingern. Weil ich nämlich keinen Bock habe, hier vom Blitz erschlagen zu werden. Ich meine, klar, wir haben zwar unseren Klon nach wie vor. Aber den brauche ich nicht unnötig opfern. Nur weil ich nicht aufpassen kann, was ich mit meinen Lightning Plant Seeds mache. Hüpf. So, dann einen Lightning Plant Seed hier reingeworfen. Das Ding ist. Haben wir das jetzt aus der Säure rausgeholt oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Haben wir jetzt wahrscheinlich vergessen. Ja, den haben wir jetzt wahrscheinlich vergessen, der ist despawned. So, Rain Plant Seeds. Ach ja, genau, das Wasser. Den Water Bucket. Den wollten wir ja, zack, da mal auskippen. Und noch einen gleich daneben. Und ihr seht schon, es wird keine unendliche Wasserquelle. Ansonsten wäre das ganze Spielchen hier nämlich viel zu einfach. Zack. Und wir krallen uns gerade nochmal den restlichen Bone Meal Kram. Und machen dasselbe nochmal mit den tollen Squid Plant Seeds. Yay! Jo. Was toll ist bei diesen Squid Plant Seeds, ist natürlich, die machen nicht das, was man will. Ich habe das Gefühl, die sind um einiges schwerer anzupflanzen hier. Hier, ich stand jetzt echt weit weg. Jetzt komm. Enttäusch mich nicht. So, noch ein. Weiter, 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 weiter. Ganzen Spaß aufsammeln. Einfach nur aus Prinzip. Was cool ist, ist, wenn die Dinger auswachsen, wie ihr sicher jetzt schon gemerkt habt, hat jedes von diesen Teilen einen bestimmten Effekt. Wenn die hier auswachsen, dann erscheint unter ihnen ein Squid. Das ist eine ganz lustige Angelegenheit, aber naja. Ja, das soll da rein. Warum tust du das jetzt nicht? Warum? Ich will dich damit füttern. Und muss ich da jetzt eine Kiste da...
Muss ich da eine Kiste davor setzen? Oder ein Trichter? Mal hier so 3-4 von den Dingern rein. Ich glaube, bei 0,5 Bar müsste das dann. Echt noch eine Kiste davor sitzen oder was ist hier? Ich mag die Dinger jetzt schon. Sag mir allerdings, dass es jetzt passt hier. Und dass der da jetzt auch wirklich Plastik draus macht und ich keine Angst haben muss, dass mir das ganze Ding wieder despawnt. Grrr. So. Vorsichtshalber mal das Lifetime-Upgrade reingepackt. Und theoretisch dürfte ja kein Druck verloren gehen. Wir packen einfach nochmal eins rein. Dann dürfte der bei ungefähr 1,5 bis 2 Bar rauskommen. Was braucht denn dieses Plastik jetzt eigentlich überhaupt an Druck? 0,5 Bar. Gut, wie das dann alles weiterläuft, werden wir dann aber erst in der nächsten Folge erfahren. Aber eine Sache wüsste ich trotzdem gerade noch gerne. Und zwar, wenn ich das Interface mit dieser Kiste zustelle, sammelt er sich dann trotzdem? Nee, sammelt er nicht. Sammelt er nicht. Gut, da will ich mir aber, da muss noch irgendwas, da müssen wir uns noch was einfallen lassen gerade. Wir haben noch einen Lever, oder? Haben wir noch einen Lever? Wir haben bestimmt noch einen übrig, den habe ich bestimmt hier in die Kiste reingeschmissen, weil die einfach nur mein Inventar stinken wollte. Und was brauche ich noch, Erze, Waren, doch ein Item, doch. Achso, hab ich sogar noch dabei. Und ein Pneumatic Servo zur Not, falls es wirklich nötig sein sollte. Die Kiste dahin, den Pneumatic, ja, Quatsch, nicht den Pneumatic Servo dran. Dann, das Ding drüber. Da raus. Muss ich die jetzt ernsthaft noch auf den Podest stellen oder was? Gut, dann dekorativ einen Cobblestone daneben. So, zack. Und da jetzt die Scriptlands rein. Ja, aber 22 sorgt, dass ich nicht rein. Ja, okay, dann das Ganze wieder Revue. Das Nagelnetz. Also packen wir da den Trichter dran. Da drüber die dämliche Kiste. Und da rein setzen wir jetzt die Squid Plant Seeds, die er sich natürlich gerade reingesaugt hat und nicht mehr rausgibt. Ja, die gibt uns natürlich auch nicht mehr raus. Das ist total geil.
Wie viel Druck haben wir verloren? Alles. War ja klar. Den Hopper da dran. Da oben die Squid Planets und die Lightning Planet Seeds rein. So, und jetzt schmeißt er die da auch alle schön einzeln rein und einzeln wieder raus. So. Und der gibt ja eh nur aus, was Plastik im Namen hat. Kann man bei den Dingern eigentlich eine Stackgröße einstellen? Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen. Ich will das jetzt aber auch nicht mehr ändern gerade. Nun gut, ja. Wir haben jetzt erstmal gesehen, wie das hier eigentlich funktioniert mit den Interface-Dingern. Und ja. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin endlos begeistert, wie toll und einfach das doch alles ist. Aber naja, dafür spielt man ja Minecraft, damit man so irgendwas hat, worüber man sich auch ein bisschen ärgern kann. Also ist das Spiel auch ein bisschen zu langweilig. Und die Entwickler von den Modpacks, die geben sich aber wirklich Mühe, dass das dann auch alles zusammenspielt und alles passt, alles wunderbar passt. Gut. Aber wir beenden für heute diese Folge. Wiederschauen, reingehauen. Euer Konter.